Hier wird gerade Geschichte geschrieben. Deutschlands erste schwarze Landesministerin mit gerade einmal 29. Black Lives Matter. Aminata Touré. Wer ist diese Frau? Wofür steht sie? Ich habe hier die schönsten Erfahrungen gemacht und die schlimmsten. Um das herauszufinden, haben wir sie die letzten 3 Jahre mit der Kamera begleitet. Vom Flüchtlingsheim ins Ministerium. Wie kam das alles? Na, wie ist es? Exciting. Alles gut? Exciting, ja, glaube ich. Bei dir? Alles gut. 3 Jahre, ein letztes Mal noch, dann hast du es geschafft mit uns. 3 Jahre waren das schon. Hast du ordentlich Gas gegeben in den 3 Jahren? Ich habe alles gegeben für die Doku. Family ist auch schon da. Ist sie schon da? Hast du schon gesehen? Ja, die sind schon reingegangen, glaube ich. Genau. Super. Geht los, ne? Gab's dann, und dann lasse ich dich in Ruhe, gab's einen Punkt, wo du für dich gemerkt hast, okay, da geht mehr? Ich bin nicht einfach nur Abgeordnete, sondern ich will mehr. Gab es da einen Punkt? Ja, als ich als Spitzenkandidatin kandidiert habe. Aber auch davor muss es ja schon eine Vorgeschichte geben. Ja, klar, auf jeden Fall. Irgendwie in den ganzen Momenten, wo ich gemerkt habe, dass ich da auch einen Zuspruch für bekomme, dass ich politische Konzepte umgesetzt habe, dass ich für Dinge gekämpft habe, da habe ich dann gemerkt, okay, ich traue mir das zu. So, ja. Jetzt ist der Tag da. Ich würde dich gar nicht weiter aufhalten. Glückwunsch. Dankeschön. Enjoy it. Also das erste Mal ist Aminata mir aufgefallen, das war 2019. Damals war sie im Gespräch als Vize-Landtagspräsidentin in Schleswig-Holstein. Und ich dachte mir so, okay, krass, schwarze Frau, jung, in Schleswig-Holstein, was ja eher konservativ ist. Das hat mich einfach neugierig gemacht. Und dann habe ich sie auf Twitter angeschrieben, gefragt, ob wir uns vielleicht kennenlernen können. Das haben wir dann gemacht, haben uns in Kiel kurz getroffen. Und ich habe sofort gemerkt, okay, die hat auf jeden Fall was vor, die will hoch hinaus. Und das würde ich gern begleiten. Und das haben wir dann die letzten 3 Jahre auch gemacht. Start in einen langen Arbeitstag. Wie so eine Granny immer mit dem Schuhlöffel. Ach scheiße, ich wollte mir... Ah, Mist, ich muss mir... Ach nee, das kann ich nicht mit Schuhen machen. Ich muss mir kurz eine Stulle machen eigentlich, weil ich nicht Mittag essen werde. Ich kann nicht essen morgens meistens. Heute könnte es mal wieder stressig werden. Viele Termine stehen an. Alltag im Leben einer Politikerin. Wie geil war das eigentlich, denke ich jedes Mal drüber nach, seitdem ich erwachsen bin, dass man jeden Tag von, also ich zumindest, von meiner Mutter Frühstück gemacht bekommen habe. Man hat es überhaupt nicht gewertschätzt damals. Man war immer so, oh, das will ich nicht essen und so. Und ich denke mir jeden Morgen, wenn ich nicht frühstücke, das war so eine gute Zeit. 2017 zieht Aminata in den Landtag von Schleswig-Holstein ein. Ziemlich schnell macht sie sich einen Namen. National, aber auch international. Barack Obama, ihr Idol, wählt sie 2019 für eine Eröffnungsrede bei einer Veranstaltung in Berlin aus. It is an honor for me to introduce the 44th President of the United States, President Barack Obama. Aus den Medien ist Aminata spätestens seitdem kaum noch wegzudenken. Unser Gast ist Aminata Touré heute Abend und das ist das Publikum. Aminata Touré. Die Dreharbeiten für diesen Film beginnen im September 2019. Heute soll Aminata zur Vize-Landtagspräsidentin im schleswig-holsteinischen Landtag gewählt werden. Mit gerade einmal 26. Ich bin gespannt, wie sie so tickt. Ja, gut geschlafen, aber ich bin auf jeden Fall voll nervös und freue mich aber auch. So eine repräsentative Funktion als junge schwarze Frau auch einzunehmen, ist, glaube ich, schon auch nochmal ein krasses und gutes Zeichen. Aminata ist bei den Grünen. Ihre Partei regiert in Schleswig-Holstein in einer Jamaika-Koalition mit CDU und FDP. Die heutige Wahl zur Vize-Landtagspräsidentin, eigentlich ein Selbstläufer. Die Mehrheit der Koalition ist groß genug. Aber Aminatas forsche Art und der Rummel um ihre Person polarisieren. Auch in den eigenen Reihen. Natürlich gibt es da auch Leute, die da missgünstig sind dann auch und die das vielleicht auch nicht so super finden, wenn viel Berichterstattung über jemanden stattfindet. So. Und das kriegt man mit, das findet alles hinter den Kulissen statt und das ist auch in Ordnung, dass es das gibt. So, ne? Aber das passiert halt dahinter.
Und dann ist der Moment gekommen. Abgegebene Stimmen 69, gültige Stimmen 69. Abgeordnete Touré, nehmen Sie die Wahl an. Ja, sehr gerne. Yesterday's price is not today's price. Erleichterung. Das Amt der Vize-Landtagspräsidentin ist zwar in erster Linie ein repräsentatives Amt, aber allein die Tatsache, dass so viele JournalistInnen da sind, zeigt, dass heute ein besonderer Tag ist. Genau, jetzt muss ich erstmal hoch zu Sarah. Ich muss erstmal hoch zu Sarah und dann machen wir Ayman, ne? Okay. Kommt ihr dann auch hoch oder wollen wir uns raus? Willst du jetzt? Willst du? Ich glaube, dass es eine wichtige Rolle spielt, weil ich genau deswegen auch da bin, um bestimmte Räume zu erkämpfen, die sonst nicht von Person of Color betreten werden, so, weil sie das Gefühl haben, ich gehöre da nicht hin. Weil genau, wenn ich da reingucke, denke ich, okay, warum sollte das mein Spielfeldwiese sein? Das erzählen viele. Die sagen ihren Bock auf Politik, aber sagen, boah, weiß ich nicht, traue ich mich nicht und mit was für Widerständen muss ich da rechnen? So. Und deswegen, glaube ich, ist das wichtig, dass ich da bin und hoffe auch, dass ich nicht die Letzte bin, sondern dass viele überall sich angespornt fühlen dadurch, irgendwie sich trotzdem zu trauen, auch wenn es anstrengend sein kann und herausfordernd. Ich treffe Aminata ein paar Wochen später bei ihr zu Hause. Heute Abend spricht sie beim Kollektiv Schwarzer Frauen in Kiel. Für sie eine Art Heimspiel. Hier kann sie ganz sie selbst sein. Also ich würde behaupten, dass ich nie flapsig bin. Und aber man fühlt, also es gibt unterschiedliche Kontexte, in denen man sich unterschiedlich wohlfühlt, wie man spricht und was man sagt und wie also nicht wie ehrlich, aber wie viel man von sich preisgibt. Das Thema der Ausstellung am Abend: Home Story Deutschland, schwarze Biografien in Geschichte und Gegenwart. Der Kampf gegen Rassismus, ein Schwerpunkt von Aminatas politischer Arbeit. Aber es ist nicht nur ein Thema, mit dem sie sich politisch profiliert. Es ist logischerweise auch ein Thema, das ihr persönlich sehr nahe geht. Politik zu machen als schwarze Frau ist nicht leicht und mir ist aufgefallen, dass ich das in den letzten 2,5 Jahren, die ich nun Abgeordnete bin, selten berichtet habe, wie schwer eigentlich. Inzwischen höre ich oft, Mensch, das ging aber alles so leicht und schnell und ohne Widerstände. Und ich erzähle nicht viel davon, weil ich dem Negativen nicht zu viel Raum geben will. Dem Hass, dem Rassismus, den abartigen Beleidigungen. Ich wusste, es wird nicht leicht. Und ich habe es gemacht, damit es nach mir Menschen leichter haben werden. Und manchmal, das gebe ich ganz gerne offen zu, ist die Last so schwer, dass es sich so anfühlt, als könnte ich es nicht alleine schaffen. Aber dann merke ich, dass ich damit nicht alleine bin. Und dass es vielen anderen Menschen etwas bedeutet, dass es so vielen Menschen Mut macht und Kraft daraus ziehen. Das war schon einer der emotionalsten Momente, würde ich sagen, in den letzten 3 Jahren, die wir sie begleitet haben. Und ich glaube auch, dass das ein Grund ist, warum sie bei vielen, gerade auch jungen Menschen, so gut ankommt, weil sie keine Angst hat, Emotionen zu zeigen, keine Angst hat, vermeintliche Schwäche zu zeigen. Und auch ein Grund, warum sie auf Social Media so gut funktioniert. Sie hat auf Instagram über 100.000 Follower, auf Twitter noch mal über 70.000 Follower, ist sehr früh schon über die Landesgrenzen hinaus bekannt gewesen. Und es gibt ihrem Wort natürlich noch mal mehr Gewicht. Das weiß sie politisch auch für sich zu nutzen. Aber das allein reicht natürlich nicht. Sie muss auch mit Menschen sprechen, die vielleicht eine andere Meinung vertreten, die aus einer anderen Lebensrealität kommen als sie. Und das tut sie auch, das versucht sie. Zum Beispiel in Aukrug. Wir sind auf dem Weg nach Aukrug, einem 4000-Seelendorf. Das Thema heute? Die Flüchtlingspolitik. Aminata hat selbst 10 Jahre lang in einem Flüchtlingsheim in Neumünster gelebt. Sie kennt die Vorurteile aus eigener Erfahrung. Weiß man schon, wer wo sitzt? Ich habe mich einfach hingesetzt, aber ich glaube, der Stuhl ist jetzt noch frei. Okay. Bei den Menschen im Publikum hat sich einiges angestaut. Was wir hier in Aukrug aber immer vermisst haben, ist Unterstützung von
der Gemeinde, dem Amt und der Kirche. Wir hatten also nie eine Unterstützung außer uns selbst sozusagen. Es ist schön, Familie zu haben, die einfach auch einen Zusammenhalt haben, die, wo man noch die Kinder so aufwachsen sieht, wo man noch so schön da reingeben kann und so, oh, da kann ich was bewegen, kann die noch in irgendeine bestimmte Richtung drehen und so. Und das ist ja auch eine ganz andere Haltung. Und ich mir vorstelle, wir hätten hier 50 junge Männer, die mit ihrer Dynamik hier sind und es wäre anders. Sie macht nicht mehr einkaufen und sie sagt, wo ich mich umdrehe, es spricht ja kaum noch jemand Deutsch. So, und da habe ich gedacht, naja, was die immer hat. So, habe ich gedacht, ehrlich. Und komme in dieses Einkaufszentrum und denke, ja, so ganz Unrecht hat sie nicht. Ende. So, brauchen wir nicht vertiefen. Ich weiß gar nicht, ob die Leute immer festmachen können, ob das tatsächlich Leute sind, die vor 3 Jahren gekommen sind oder einfach hier geboren sind und dort rumlaufen. Ich glaube, viele alte Menschen, die mich dann beispielsweise da sehen, denken auch, oh, da lungert vielleicht eine Ausländerin rum. Was völlig in Ordnung ist, weil ich kein Problem mit dem Begriff habe oder damit, wenn Menschen keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. In einem Einkaufszentrum habe ich auch viele Leute gesehen, die einen Migrationshintergrund haben, aber ich habe auch viele andere Leute gesehen. Und ich persönlich hatte kein komisches Gefühl, als ich da rumgelaufen bin, weil das für mich Neumünster ist. Das ist einfach die Stadt, in der ich groß geworden bin, die schon immer so aussah. Aminata scheint froh, dass es endlich vorbei ist. Denn dafür, dass das hier eine Veranstaltung von FlüchtlingshelferInnen war, steckten da doch ziemlich viele irritierende Zwischentöne drin. Aber sie darf die Menschen hier nicht verprellen. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt hier in einem Raum saß mit ausschließlich Rassisten oder sonst was, sondern dass es Menschen gibt, die hier trotzdem bestimmte Bilder haben, die, über die man reden muss einfach und sagen muss, okay, woher kommen die Bilder? So, und ich glaube, dass es eine Gruppe von Menschen ist, die bereit ist, über sowas zu diskutieren. Das haben sie auch gezeigt. So. Also sie haben solche Aussagen getroffen, ich habe dem etwas entgegengestellt oder entgegengesetzt und habe gesagt, ich glaube, man muss das differenzierter sehen. Und jetzt auch im Gespräch im Nachhinein kommen dann auch Leute auf mich zu und sagen, sie finden es ganz gut, das auch mal so zu hören, wenn man es einfach mal anders diskutiert. Über Rassismus reden, das wird Aminata in den nächsten Monaten noch häufiger tun müssen. George Floyd wurde 46 Jahre alt. Sein Tod, als ihn ein Polizist minutenlang auf den Boden drückte, hat nicht nur die Menschen in den USA erschüttert. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen, was der Tod von George Floyd mit uns zu tun hat, welche Rolle Rassismus bei uns in Deutschland spielt. Nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen George Floyd in den USA haben weltweit zahlreiche Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert. Flensburg im Juni 2020. Das Thema Rassismus ist nach dem Mord am schwarzen US-Amerikaner George Floyd in aller Munde. Tausende sind heute hierher gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Und um zu hören, was Deutschlands bekannteste schwarze Politikerin zu sagen hat. So, jetzt haben wir quasi einen prominenten Gast auf unserer Demo hier. Wir freuen uns nämlich sehr, dass Aminata Touré jetzt hier eine Rede hält. Und deswegen einmal bitte einen starken, starken Applaus für Aminata Touré. Danke dir. Hiermit? Ja. Immer wieder hört man, ich habe als weiße Person auch schon mal Rassismus erfahren, als ich im Ghana-Urlaub war. Ja, du hast vielleicht erlebt, wie es ist, nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft zu sein. Du hast vielleicht auch Vorurteile erlebt. Das ist aber kein Rassismus. Ich drehe die Situation einmal um. Stell dir vor, du wirst regelmäßig so angesehen, und zwar seitdem du in diesem Land lebst, das dein Zuhause ist, als wärst du ein Gast oder als wärst du eine Touristin. Wirst gefragt, wo du herkommst und wann du gehst. Du kriegst eine Wohnung nicht, weil du schwarz bist. Du wirst öfter kontrolliert, weil du schwarz bist. Wirst beleidigt, weil du schwarz bist. Wirst körperlich angegangen, weil du schwarz bist. Rassismus ist keine punktuelle Erfahrung. Sie ist die Summe aller Erfahrungen, die man immer und immer wieder macht. Ihr werdet mich immer an eurer Seite haben beim Kampf für das Grundrecht, rassismusfrei zu leben. Black Lives Matter. Ein paar Wochen später. Krasses Kontrastprogramm. Von der Black Lives Matter Demo zur Polizeischule in Eutin. Auch hier geht's um Rassismus. Okay.
Ich bin Aminata Touré, ich bin 27 Jahre alt und bin bei den Grünen und aber auch Landtagsvizepräsidentin im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Ihr könnt mich alles Mögliche fragen zu den Themen, zu denen ich selber arbeite. Ich arbeite zu den Themen Migration, Flucht, Antirassismus, Gleichstellungspolitik, Queerpolitik. Vielleicht können Sie noch mal sagen, was für Sie Rassismus ausmacht. Alles, was so gegen die Herkunft zum Beispiel geht und optische Merkmale, das ist für mich Rassismus. So richtig interessiert scheinen die Polizeischüler nicht an Aminatas Themen. Dann stellt sie halt die Fragen. Mit was für einem Gefühl geht ihr da rein? Also welche Verantwortung fühlt ihr jetzt schon quasi auf euren Schultern? Und wo habt ihr den Eindruck, welche Verantwortung tragt ihr, wenn ihr dann Polizisten oder Polizistinnen dann fertig ausgebildet seid? Dass wir dagegen angehen, die Personen, die halt da gerade diskriminiert, ausgegrenzt, abgegrenzt, rassistisch beleidigt wird oder sonstiges, einfach auch zum Teil im Schutz nehmen, uns vor die stellen und sagen, so, jo, das ist halt einfach jemand wie du und ich auch. Und die Verantwortung, denke ich, wird ganz klar eine große Rolle in unserem Leben nachher spielen. Und natürlich auch jetzt schon so in der Ausbildung, dass wir da halt auch einfach schon eine klare Position zu einnehmen und nicht auf dem falschen Weg, sage ich mal, mitgeraten. Ich finde es immer sehr wichtig, diese Frage sich anzuschauen und zu diskutieren, weil wir eine Diskrepanz in unserer Gesellschaft haben, wer sich sicher fühlt, wenn sie Polizei sieht und wer nicht. Und ich finde, es ist eine fatale Entwicklung, wenn wir in unserer Gesellschaft Menschen haben, die Angst haben, wenn sie einen Polizisten oder eine Polizistin sehen. Das ist eigentlich nicht das Gefühl, das ausgelöst werden sollte. Aber es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die zu bestimmten Minderheiten gehören und sagen, ich krieg Panik, so, wenn ich die Polizei sehe. So. Und ich weiß zum Beispiel, dass das bei meinem Vater früher immer so war. Wenn der Polizei gesehen hat, der ist sofort nervös geworden. Sofort, immer. Und für mich ist es persönlich wichtig, nicht an der Stelle stehen zu bleiben und zu sagen, das ist der Status quo, so ist das. Sondern wo ist eigentlich unsere Verantwortung, als alle Teile der Gesellschaft zu gucken, wie können wir eigentlich einen Vertrauensmoment schaffen für alle in dieser Gesellschaft. Und die Debatten in den letzten Wochen und Monaten, ihr werdet sie selber mitbekommen haben, mit den unterschiedlichen rechtsextremen Netzwerken in der Polizei, die verstärken natürlich ein Misstrauen. Rassismus bei der Polizei, das ist auch ein Thema im sogenannten Landesaktionsplan gegen Rassismus. Ein Herzensprojekt von Aminata, für das sie sich ziemlich doll eingesetzt hat. Und da geht es dann unter anderem darum, dass es zum Beispiel eine Ansprechstelle für Menschen geben soll, die Rassismus im Zusammenhang mit der Polizei erlebt haben. Und im März 2021 wurde dieser Landesaktionsplan gegen Rassismus im Landtag debattiert. Ich übernehme nämlich heute den Account von den Grünen auf Bundesebene und mache da so ein Insta-Talk, Insta-Story. So, und wie ihr auch schon in der Story davor mitbekommen habt, haben wir Plenarwoche. Ich halte heute unter anderem eine Rede zum Landesaktionsplan gegen Rassismus. Und bevor ich das mache, bereite ich mich natürlich immer morgens vor. Wie fühlt es sich an, wenn du da im Landtag stehst und dann so eine Rede hältst vor ausschließlich weißen Menschen? Ich habe richtig oft Schiss, weil man immer ja an diesem Punkt ist, dass man versucht hat zu erklären, dass dieses Problem irgendwie ein reales ist und es einem oft nicht geglaubt wird. Und dann steht man da und denkt sich so, do you believe me? So, ne? Damit der Landesaktionsplan gegen Rassismus heute überhaupt Thema im Landtag ist, musste Aminata ziemlich viel Überzeugungsarbeit leisten. Denn für viele ihrer Kolleginnen und Kollegen hier im Parlament ist Rassismus etwas sehr Abstraktes. Aminata dagegen hat ihn oft zu spüren bekommen. Mein Zuhause ist Schleswig-Holstein. Ich verstehe mich als schwarze Deutsche. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe hier studiert und gearbeitet. Ich habe hier die schönsten Erfahrungen gemacht und die schlimmsten. Und so geht es vielen Menschen in unserem Land. Erzähl einfach, wie geht's dir? Und mein Kopf platzt. Mein Kopf platzt richtig doll. Und ich hatte mir eigentlich vorgestellt, das so ganz selbstbewusst vorzutragen, wie ich eigentlich immer so meine Reden vortrage, bis auf wenn ihr mich filmt. Ich habe das jetzt aber auch schon irgendwann geheult. Stimmt, das wirkt jetzt voll, als würde ich irgendwie immer heulen, wenn ich Reden halte.
Ich stehe dann da und sage es dann so und so und sage dann so, und bei Rassismus geht es um Macht. So, ne? Und dann meinte, bei Rassismus geht es auch um Macht. Und dann denkt man sich, also weißt du, das war, ich war so ein bisschen in dem Moment so, du, ich konnte mich nicht sammeln und ich wollte eigentlich weitermachen und war so, irgendwie war ich so, ja, ich finde es manchmal krass, man wird so überrumpelt dann von den eigenen Gefühlen und unterschätzt dann halt auch, unter was für einem eigenen Druck man selber auch stand und was das auch mit einem macht. Weil das ist das, worüber wir vorhin gesprochen hatten, dieses so, was macht das mit einem? Und vielleicht war, bist du auch schuld, weil wir darüber geredet haben. Ja, keine Ahnung. Wir sind in Flensburg unterwegs. Morgen findet die Bundestagswahl statt. Aminatas Parteifreund und Mentor Robert Habeck lässt hier heute seinen Wahlkampf ausklingen. Ich hatte vor ein paar Tagen so einen Podcast und dann meinte der so, ja, Sie sind ja irgendwie 28 Jahre alt, voll jung und so weiter und so fort. Ich so, ich würde mich gerne so jung fühlen, wie man mich ständig beschreibt. Because my back is hurting. Es ist halt echt so. Naja, gut. Dafür ist in den letzten Jahren zu viel passiert. Ja. Robert Habeck war lange als Kanzlerkandidat der Grünen im Gespräch. Am Ende wird es Annalena Baerbock. Und schon heute, am Tag vor der Wahl, steht fest, mit dem Kanzleramt wird es nichts für die Grünen. Annalena Baerbock bewirbt sich gerade für den Job im Kanzleramt. In ihrem Lebenslauf allerdings mussten schon mehrere Fehler berichtigt werden. Aber seit letzter Woche hat sie auch noch Plagiatsvorwürfe am Hals. Der ungenaue Lebenslauf, die zu spät gemeldeten Nebeneinkünfte, die Copy- und Paste-Stellen in ihrem Buch. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kommt aus der Kritik nicht heraus. Keine Frage. Baerbock hat im Wahlkampf Fehler gemacht. Aber offenbar stand sie als Frau auch mehr im Fokus der KritikerInnen als ihre männlichen Konkurrenten. Ich frage mich, welche Auswirkungen das auf junge Frauen in der Politik hat. Welche Lehren zieht Aminata daraus? Natürlich werden Leute das missbrauchen, um zu sagen, man braucht keine Frauen aufzustellen. Aber ehrlich gesagt verändert sich dann ja auch nicht so viel, weil die meisten Parteien einfach immer nur Männer aufstellen. Genauso wie die Leute sagen, jetzt hat man ja verloren. Es war aber genau die gleiche Person, die uns bei 30% eben hat stehen lassen. Es ist genau die gleiche Person, die in den letzten Jahren unsere Partei mehrheitsfähig gemacht hat. Und wenn man in der Politik so unterwegs ist, zu sagen, oh, ihr habt hier jetzt irgendwie das Ergebnis, das man sich nicht gewünscht hat, dann bist du weg. Das ist CDU. So geht die CDU mit ihren Leuten um. So, du hast irgendwas so gemacht, wie man es sich erwartet hat. Tschüss, du kannst gehen. Für mich bedeutet das weitermachen. Weitermachen, weiter Frauen ermutigen, in die Politik zu gehen, Spitzenposten zu übernehmen. Weil wenn man daraus die Konsequenz zieht, zu sagen, das geht eh nicht, warum denn? Wem denn gegenüber? Diesen Dudes? No. So, also auf gar keinen Fall. Ziemlich klare Ansage. Und noch ist ja auch nicht alles verloren. Fürs Kanzleramt wird es diesmal zwar nicht reichen, eine Regierungsbeteiligung ist für die Grünen aber noch drin. Fragt sich nur, mit wem. Am nächsten Tag auf der Wahlparty der Grünen in Kiel. Nur noch ein paar Minuten bis zur 18 Uhr Prognose. Ich wollte eigentlich was komplett anderes anziehen, aber dann dachte ich, wenn ich so hochjumpe bei dem Outfit, was ich anhatte, dann sieht man meinen Bauch. Und deswegen habe ich was anderes schnell angezogen. Also hat Nein. Und vor allem hat es nichts mit der CDU zu tun. Das ist schon mal klar. Hallo Dörte. Hi, Anna. Wie ist die Stimmung? Wie ist die Stimmung? Seid, ne? Also irgendwas wird, würde ich sagen. Was auch immer da wird. Yep. Gott, es ist so warm. Es ist so warm. Die Grünen erreichen ihr historisch bestes Ergebnis, 15%. Oh, Paul, sie merkt sie gar nicht gut aus. Ja, tschüss, Leute. Ja, Chin-Chin. Ja, auf die Grünen. Ne? Chin-Chin. Chin-Chin. Ja, Chin-Chin. Und gegen die CDU. Das ist heute ein ganz besonderer Wahlabend. Mhm.
Zum ersten Mal. Sind wir so schlecht. Soll ich jetzt Ampel twittern? Nein. Wieso? Deine Sachen leben, Mensch. Das sind nur 60.000 Leute. Kann das passt ja nicht, schon. Kann man ja nicht wirklich wollen. Ich kann es ja löschen, wenn es doch nicht nach. Gemessen an den Erwartungen lief die Bundestagswahl für die Grünen nicht so optimal. Die Stimmung eher gedämpft. Aber schon in ein paar Monaten steht hier in Schleswig-Holstein die nächste Wahl an. Und schon heute fragen sich viele, welche Rolle wird Aminata wohl spielen? Ja. Na, wie schick siehst du aus? Danke. Gehen wir ins Büro? Ja. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich werde alles vergessen, was ich sagen will. Aber ich meine, es ist keine Live-Schalte. Wir können gar nichts falsch machen. Ich glaube, das Wichtigste ist, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, sobald wir hier aus dem Landeshaus gehen, haben wir gute Laune. Hammer. Ja. Monika, lass uns darauf achten, wenn wir gleich ankommen, dass wir nebeneinander gehen, ja? Und Steffen, du auch. Vorne laufen. Markus Lanz ist übrigens auch eingetroffen. Vor 4 Jahren, 2017, sind wir zur Landtagswahl angetreten. Monika Heinold auf Platz 1, ich auf Platz 11. Viele von Ihnen werden wissen, am Anfang bin ich gar nicht erst reingekommen, sondern bin nachgerückt für Monika Heinold. Und jetzt, 4 Jahre später, stehen wir nebeneinander gemeinsam und wollen das Spitzenduo, das Spitzenteam bilden. Innerhalb von knapp 5 Jahren von der Nachrückerin zur Co-Spitzenkandidatin bei einer Landtagswahl. Nicht schlecht. Das heißt aber auch, spätestens jetzt ist die Schonzeit vorbei. Aminata muss liefern. Wahlkampf in der Provinz. Nur noch 2 Tage, dann wird gewählt. Ein paar noch. Okidoks. Dann let's go. Wir fangen jetzt hier links schon an, würde ich sagen. Oder kann man hier schon rein? Das müssen wir, den Plan machen wir dann. Ne? Ja. Okay. Moin. Darf ich Ihnen einen Flyer mitgeben zur Wahl am Sonntag? Noch mehr? Noch mehr? Haben Sie schon so viele Infos bekommen? Die ganze Schublade ist voll. Und sind Sie schon entschieden? Ja, alles klar. Ja? Okay. Schönen Tag noch. Hallo, ich bin Aminata Touré von den Grünen und wollte den Flyer da lassen zur Wahl am Sonntag, wenn ich darf. Gerne. Super. Toll. Ja. Sind Sie schon entschieden für Sonntag oder? Ich habe schon gewählt, ja. Sie haben schon gewählt, okay. Schon gewählt. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Macht das Spaß oder ist das auch ein bisschen, weil das ist schon auch anstrengend. Oder? Das ist anstrengend, also es ist einfach anstrengend. Du läufst halt hammer viel. So, du hast manchmal auch einfach Unterhaltungen, mit denen du überhaupt nicht rechnest. Ganz oft sind das coole Gespräche, manchmal ganz kurze, knackige. Keine Ahnung, was das für einen Effekt hat. Aber es gibt hammer viele, die halt sagen, sie finden es richtig cool, dass man persönlich vorbeikommt. Und ganz viele, die dann einen auch in Gespräche verwickeln und so weiter. Heute wollen nicht so viele reden. Einer wollte dafür gar nicht mehr aufhören. Das eine ist das Thema Mobilität. Ich sag mal, benzinfreies Fahren ist schon überflüssig, auch seit 50 Jahren. Ist überflüssig? Nee, überfällig. Nicht überfällig. Was mich stört, ist die einseitige Konzentration auf das Batterieauto. Das ist ein extremes Ressourcenthema. Das ist Thema von Kindersklavenarbeit. Was ich nicht verstehe, ist, dass das Brennstoffzellenauto so nach hinten gedrängt wird. Es ist 1999 von der Bundesregierung geklippt worden, kurz vorm Outroll. Ja, also ich meine, einerseits geht, natürlich... Ja, gehen wir nicht durch. Ja. Das nächste ist Baustellen, haben wir in Deutschland. 60, 70, 90, 60, 50, man fährt also immer so, ne? In Frankreich? 70. Hammer. Hab ich gefreut. Danke. Ist gut, ciao. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der sich wirklich austauscht mit dir, sondern eher das Gefühl, dass der was loswerden. Das ist aber bei vielen Leuten so und ich finde das ehrlich gesagt auch okay, weil ehrlich gesagt hilft es uns ja auch. Also wir haben nicht das Problem als Politikerin, dass wir nicht oft genug eine Bühne haben, um zu sprechen. So, sondern das, was wir wissen müssen, ist ja, was beschäftigt die Leute. Das nenne ich mal eine diplomatische Antwort. Man merkt Aminata auf jeden Fall an, dass sie ihre Worte genauer abwägt als noch zu Beginn unserer Dreharbeiten. Aber ist ja irgendwie auch verständlich. Der Einsatz ist hoch. In 2 Tagen wird gewählt. Und auch sie wird sich an dem Ergebnis der Grünen messen lassen müssen.
Nach dem Haustürwahlkampf geht's direkt weiter nach Neumünster. Aminata tritt hier gleich mit ihrer Co-Spitzenkandidatin Monika Heinhold und Robert Habeck auf. Ja, moin, Neumünster. Und Aminata, du bist das, was unsere Partei auch verkörpert. Du bist Vielfalt und wir brauchen Vielfalt in unserer Gesellschaft. Aminata, du bist Vielfalt. Irgendwie löst dieser Satz in mir ein komisches Gefühl aus. Und dass die Grünen Vielfalt verkörpern, ist mir auch neu. Das behaupten die zwar immer gerne, über die Jahre war Aminata aber fast immer die einzige Schwarze auf den grünen Veranstaltungen. Irgendwie drängt sich bei mir die Frage auf, ob Aminata von ihrer Partei benutzt wird. Ich werde sie später fragen, wie sie das sieht. Robert, ich sag einmal kurz Tschüss, ja? Ich sag einmal kurz Tschüss, danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Richtig schön. Wir sehen uns Sonntag. Sonntag und genau. Wahrscheinlich die Frühe nochmal davor und ja. Überlegen, was wir machen. Wir so erste Absprachen haben. Das ist genau. Ja, kann ja nur alles passieren. Ich meine, was macht ihr, wenn die Grünen vor der SPD liegen und Monika MP werden kann? Dann schauen wir mal. So, und das kann aber auch traurig werden. Also wir, das ist echt spannend. Das kann spannend. Alles werden. Das kann echt voll. Spannend. Wir werden uns auf beides einstellen, danke emotional. Ich hatte einen Moment, als wir in Neumünster waren, ja. Als Frau Heil, das war, glaube ich, das Erste, was sie gesagt hat. Und dann meinte sie, das Erste, was sie über dich gesagt hat, war, Amina, du bist Vielfalt. Mhm. Und da kamen noch mehr Sachen danach so. Aber es gibt ja durchaus Stimmen, und ich kenne das von mir auch persönlich so, wo dann oft gefragt ist, na, wurdest du vielleicht auch ein bisschen benutzt, damit sie sich damit schmücken kann. So, hey, wir sind auch jung und wir sind auch vielfältig, wie sie eben gesagt hat vor Ort. Aber eigentlich bin ich schon hier in charge. Das könnte man so denken, wenn ich gefragt worden wäre, ob ich das machen möchte. Aber es war ja andersrum. Ich habe ja gesagt, ich möchte eine Spitzenkandidatur machen und habe sie gefragt, ob sie das mit mir in einer Kombination machen wollen würde. Und von daher ist es, glaube ich, bei vielen so, dass sie sich Politik so vorstellen, als würde man aus Versehen an den Punkt kommen und Leute sagen, ey, wäre doch eine super Idee. Aber Politik ist halt ein Machtkampf so und ist auch ein sich darum bewerben und beanspruchen von. Und ich habe beansprucht, Platz 2 machen zu wollen, in einem Spitzenduo unterwegs zu sein und habe sehr deutlich gesagt, ich möchte nicht Ministerpräsidentin, Kandidatin sein. So, dass das nicht der politische Anspruch oder der persönliche Anspruch ist, den ich habe bei dieser Wahl, sondern mein Anspruch ist, die Menschen im Land davon zu überzeugen, grün zu wählen. Mit dem, was ich kann, mit dem, wer ich bin, mit dem, was ich in den letzten 5 Jahren in Arbeit getan habe. Und von daher ist es halt einfach so, dass ich das nicht so empfinde. Aminata fühlt sich also nicht benutzt von ihrer Partei. Man merkt auf jeden Fall, dass sie nicht zum ersten Mal mit dieser Frage konfrontiert wurde. Welches soll ich nehmen? Welches Bild? Das hier? Ist schön. Oder das hier? Oh ja, okay, sind wahnsinnig unterschiedlich. Die sind die Haare so komisch, ne? Das, ja, da sind die Haare besser aus. Ja. Dann ARD, genau. Dann Deutschlandfunk, dann RSH, dann Reuters, dann Phoenix, dann Hamburger Abendblatt. Und es kommen noch 3 oder 4 dazu für zwischendurch. Ich muss dann auch einmal mit denen absprechen, wann genau das ist. Okay. Und ob, also das ist alles per Telefon. Okay. Das würde ich dann noch machen. Okay, aber Phoenix, Reuters, RSH, DLF, ARD, SAZ ist alles physisch vor Ort. Okay. Genau. Nach 6 Monaten Wahlkampf ist es dann soweit. In wenigen Augenblicken wird sich zeigen, ob das Duo Heinhold-Touré funktioniert hat. Ob Aminatas Karriere weiter so steil nach oben geht oder ob sie einen ersten Dämpfer bekommt. Dass die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther die Wahl gewinnen wird, ist so gut wie sicher. Der 2. Platz vor der SPD ist aber noch drin. Jetzt die Prognose und nach der kommt die CDU auf 43% bei dieser Landtagswahl, die SPD 15,5%, die Grünen auf Platz 2.
Es gibt zwei ganz klare Wahlsieger aus dieser Koalition. Das ist einmal die CDU. Herzlichen Glückwunsch an Daniel Günther an dieser Stelle. Und ganz klar wir. Und ich würde sagen, wir können krass stolz auf uns sein. Ich bin stolz auf uns alle, dass wir das hinbekommen haben und so ein Wahnsinnsergebnis haben. Oh Gott! Oh, Trishy, das ist so großartig, wenn das so... Was für eine krasse Scheiße, Alter! Oh mein Gott! Super, ihr beiden! Wir haben das historisch beste Ergebnis, das wir Grünen in Schleswig-Holstein je hatten. Und das haben wir euch allen zu verdanken. Adrenalin ist kicking. Also ich glaube, ich check's auch noch gar nicht richtig. In der jetzigen Konstellation, was würdest du machen, wenn du Daniel Günther wärst? Wenn ich er wäre? Machtpolitisch. Ich würde mit den Grünen regieren. No shit. Daniel Günthers Erfolgsrezept war nicht, dass er konservative Politik gemacht hat. Die Leute kennen Daniel Günther nicht dafür, dass er halt ein knallharter CDUler ist, sondern dafür, dass er gar nicht CDU ist. So. Und wenn er das alles mit seine eigene Partei und der FDP ausmachen muss, dann sage ich, bon voyage, das wird anstrengend. Und jetzt machen wir ZDF. Genau. Hi, Glückwunsch. Ja, danke schön. Glückwunsch, mein Dir. Danke schön. Euch auch. Freust dich, oder? Ja, toll. Ich freue mich total. Hi. Ja, genau. Das ist schön, dass Sie haben, sonst muss ich das sagen. Die Grünen haben zwar das historisch beste Ergebnis und den zweiten Platz vor der SPD geholt, aber die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther hat die Wahl klar gewonnen und kann sich den Koalitionspartner aussuchen. So oder so. Aminata hat abgeliefert. Was sie an diesem Abend noch nicht weiß, es wird was kommen für sie. Deutschlands erste schwarze Landesministerin. Und in ein paar Jahren vielleicht sogar Bundesministerin. Was man hinter all dem auch nicht vergessen darf, ist, ich bin halt jetzt gerade 29 Jahre alt. So. Und das ist schon alles auch sehr doll. Ich werde das nicht mein Leben lang machen. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich werde Politik nicht mein Leben lang machen. Und das weiß ich sicher. Drei Jahre mit Aminata Touré, das war unser Film. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Falls ja, ihr kennt das Spiel, lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, tobt euch in den Kommentaren aus, das ist immer gut für den Algorithmus. Und hier gibt es jetzt noch einen Film von den Kollegen von Die da oben. Und da gibt es auch noch einen Film, ich weiß noch nicht welcher, aber der ist bestimmt auch cool. Guckt ihn euch gerne an. Bis zum nächsten Mal.